Hallo, wir senden heute aus dem Nachrichtenstudio aus der Energiestadt in Leverkusen. Da wir gerade so viel Zeit haben, haben wir uns über den Klimawandel schlau gemacht. Ach ja, ich kann übrigens auch Arabisch mit euch sprechen. Ich bin Zain und bin in Damaskus geboren, an Isenul Bisham in Syrien. Durch den Klimawandel wurde es in Syrien sehr heiß und trocken. So trocken, dass die Wüste immer größer wurde. Die Pflanzen haben zu wenig Wasser zum Wachsen. Wenn die Pflanzen nicht wachsen können, haben wir Menschen nicht genug zum Essen. Ach ja, ich kann übrigens auch mit euch Englisch sprechen. Ich bin Sophia und meine Eltern kommen aus Australien und Brasilien. My name is Sophia and my parents are from Australia and Brazil. Bei uns sieht es nicht viel anders aus als bei Zain. Große Hitze im Süden, Überschwemmungen im Norden und erinnert ihr euch noch an die Buschfeuer in den letzten Jahren? Eine Katastrophe für Tiere, Pflanzen und uns Menschen. Den Klimawandel findet man überall auf der Weltkugel. Ihtibas harari mawjud kull makan kull ardiya. Deshalb wollen wir etwas gegen den Klimawandel tun. Wir sind so viel zu Hause, deshalb haben wir uns überlegt, wie wir zu Hause unser Klima schützen können. Licht aus, wenn du aus dem Zimmer gehst. Afidawza btruh min ghurfa. Fahrrad statt Auto. Bike instead of a car. Keine Erdbeeren im Winter. La tokro fris bishitte. Was habt ihr für Ideen? Baut euch einen Fernseher und dreht einen Film über das Klima, wie man es schützen kann und was ihr euch für das Klima wünscht. Wir sind total gespannt, was für Ideen ihr habt. That's all from us for today. Hinnat manalkum yom sa'id. Tschüss.